Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Wir haben ja jetzt... Gut, dass du uns beigetreten bist. Ja, laber mich nicht voll. Wenn Alter. Du verletzt bist, werde ich dich heilen. Ich mich verkohlen? Bin ich verletzt? Nein, bin ich nicht. Gut. Was wollte ich sagen? Im letzten Part haben wir ja herausgefunden, wer Xardas ist. Und jetzt sollen wir hier mal in die Bücher schauen. Vielleicht kann uns da was helfen. Arcanum Gollum Band 2. Wir lesen es nacheinander. Eisgolem. Dem Steingolems verwandt sind die Eisgolems, deren psychische Substanz jedoch völlig ausgefrorenem Wasser zu bestehen scheint. Jede uns bekannte Waffe scheint an der glatten Oberfläche dieser eisigen Wesen abzugleiten. Auch sei der abenteuerlustige Wanderer gewarnt vor dem Eisatem dieser Kreatur. Schließt sie doch jeden Ahnungslosen im Nu in eine Säule aus Eis ein. Einst berichtete ein Feuermagier von einer Begegnung mit einem solchen Geschöpf, doch schien er keine ernste Bedrohung darin erkannt zu haben. Ist ja eigentlich logisch, dass man Eis mit Feuer bekämpfen kann, ne? Feuergolem. Berichten zufolge können diese feurigen Geschöpfe ihre Opfer mit nur einer Berührung in ein Flammenmeer verwandeln. Erst im letzten Jahr stieß eine Jagdgruppe im Hochland auf solch einen wandelnden Gluthaufen. Der Ausgang ist unklar, doch sollten Hitze und Eis die Kreatur gestoppt haben. Hitze und Eis. Okay. Elementare Arcanae. Einordnung der Magie in das Gefüge des Irdischen. Viel wurde geforscht über die Magie und ihrer Stellung zu den Elementen. Man kann mit Klug und Recht behaupten, dass die Magie als das absolute Element angesehen werden kann. Sie hat die Macht, alle Elemente zu verändern und zu formen und ist ihnen somit augenscheinlich übergestellt. Eine Verbindung von Element und Magie bringt jedes Element in seiner reinsten Form zur Lage. So gibt es an wenigen Stellen natürlich Vorkommen solcher Verbindungen und sie sind gar sehr begehrt. Auch die Fähigkeiten eines Magus? Elemente? Scheinbar aus dem Nichts zu erschaffen sind Beweis, dass die magische Kraft das reinste und höchste Gut darstellt, das existiert. Geheimnisse der Zauberei. Steig ich nicht so richtig durch. Dem Magus. Was ist ein Magus? Selbst wohnt wohl keine Magie inne. Ach, ist das vielleicht, nee, ist kein Fokusstein, oder? Nee. Er ist vielmehr in der Lage, sich ihrer zu bedienen. Er selbst hat ausschließlich die Fähigkeit, die Magie zu beeinflussen und zu lenken. Der in der hohen Kunst der Magie eingeweihte Adepi muss in der Lage sein, seinen Geist als Werkzeug zu benutzen. Sein Geist ist es, der die allumgebende Arkane Kraft sammelt, sie formt, bündelt und letztendlich in die unzugängliche Welt einlässt. Während dieser Zeit höchster Konzentration gelingt es den Magus mit seinem Geist im Rausch Leere zu durchdringen und auf die andere Seite zu blicken. Von dort kommt die Kraft. Der Magus selbst ist nur Leiter und Former dieser Kraft, Bartus von Laran. Astronomie. Nein, das sind die Flugfliegen. Das hatten wir ja schon. Astronomie hier. Im Zentrum befindet sich der Morgrad mit seinen vier Elementen: Erde, Wasser, Feuer und Luft. Der Raum des Vergänglichen in seinem Inneren, die unaussprechliche Dunkelheit des Billards. Über allem befindet sich die Sphäre des Himmels. In der Hierarchie des Kosmos nimmt der Mensch die Stellung des Empfängers ein. Ich habe irgendwie keinen Bock mehr vorzulesen. Durch seine Seele hat er Teil am höchsten Sein. Im göttlichen Geist, sein vergänglicher Körper hingegen besteht aus Stoffen des Morgrad, als kleines Abbild der ganzen Welt. Die synodische Umlaufzeit der Planeten, das heißt die Zeitdauer zwischen zwei gleichartigen Stellungen in Bezug zum Morgrad unserer Welt, weicht jede Jahrhundert um einige Grade ab, sodass wir davon ausgehen können, und in einer ständigen Bewegung mit dem restlichen Kosmos zu befinden. Bei der Aufstellung eines Kalenders bezogen wird uns anfangs auf den Mondlauf, in Anschluss an die tatsächliche Länge des
Sonnenjahres zu erhalten. Alter, wie viele sind denn das noch? Alter, ganz ehrlich, ich mach das Buch auf. Man könnte auf Stopp drücken, wenn ihr es lesen wollt. Dann könnt ihr es lesen. So. Das magische Erz. Wie gesagt, macht einfach auf Stopp. Schlacht um Marant. Band 2. Vielleicht sollte ich da erstmal Band 1 zeigen. Schlacht um Marant hier. Band 1. Und dann nochmal Schlacht um Marant in Band 2. Und gibt es noch ein drittes? Nee. Nochmal Geheimnisse des Brei. Hatten wir das nicht schon? Ja. Ist das doppelt? Okay. Und Arcanum Golem Band 1. Das ist nochmal wichtig für die Wesen. Magie der Golems. Band von Steingolem. Nur wer schon einmal einen dieser aus den Elementen erschaffenen Kreaturen begegnet ist, wird wirklich verstehen, welchen Respekt diese magischen Wesen einem abenteuerlustigen Wanderer einflößen könnten. Diese steinernen Kolosse sind im Kampf fast unverwundbar. Schwerter, Äxte und Bögen scheinen diesen Monstern nichts anhaben zu können. Der einzig glaubhafte Bericht von der Bezwingung eines solchen Leviathans stammt von einem Söldner. Er schrieb davon, wie der stumpfe Aufprall seines Kriegshammers Risse in den Golem trieb, bis dieser schlussendlich zerbarst. Also wahrscheinlich zerbrach. Kriegshammer. Gut, also wir brauchen einmal einen Kriegshammer. Das ist der hier. Zumindest kann man den benutzen. Ich weiß nicht, ob man noch einen anderen Hammer benutzen kann. Dann brauchen wir für den Eisgolem logischerweise Feuer. Da werde ich mir... Habe ich noch Feuerball? Einen Feuerball nämlich holen. Ich habe noch einen Feuerball und dann noch Feuerpfeile. Und für den Feuergolem. Ich glaube, man kann mit Eis Lanzen und so dem Schaden zufügen, aber man... Was war das denn? Deine Entscheidung, zu den Wassermagiern zu kommen, war richtig. Willkommen, Bruder. Man kann auf alle Fälle... Magie zu Ehren. Ja, sehr gut. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Setze sie das wollte mit ich Bedacht gar. Ein. Nee, ich wollte tauschen. Und zwar kann man diese... Ich möchte Schriften Feuergolem über Magie erwerben. Sehr gut. Mit... Blitzen. Och, nein. Nein. Und dann nochmal... Kugelblitze. 1000. So. Gebe ich dir das. Die Rüstung, die alten brauchen wir ja nicht mehr. Okay, wir können ja uns schon mal auf den Weg... zu Xardas machen. Er wohnt also im Orkgebiet. Irgendwo dort hat er seinen Turm stationiert. Und den müssen und wollen wir natürlich finden. Gilde sind wir Wassermagier mittlerweile geworden. Mit einer schicken Robe. So, und ich werde da mal kurz hinsprinten zum Eingang des Orklagers, weil ich dann da nochmal einen Cut setzen werde.
Aber davor möchte ich gerne einen Cut setzen. Lauf also, namenloser Held. Lauf um dein Leben. Wir können natürlich uns durchprügeln durch die ganzen Orks und anderen Monster da im Orklager. Wäre vielleicht aber nicht so eine gute Idee und ich merke gerade. Nee, die ist. Ja. Im Endeffekt nehmen die sich beide eigentlich nicht viel, aber ich bin ja nicht so der Magier, ich bin ja der Schwertschwinger. Und dann nehme ich natürlich dann doch lieber die Söldnerrüstung, die schwere. So, gleich sind wir da. Und dann, wie gesagt, werden wir im nächsten Part, uns einen Weg mal zu Xalos irgendwie durchbahnen und hoffen, dass wir das schaffen. Ich muss mal ganz kurz nochmal gucken. Ja, es tut mir leid. Ich bin gerade sehr viel hier drin im Inventar, aber das kann man weg. Okay, Blitz kann ich ausrüsten. Kann ich auch Kugelblitz ausrüsten? Ja, okay. Nicht, dass irgendwie mir Mana fehlt. Wir haben 26 Lernpunkte. Und jetzt habe ich was vergessen. Ich wollte eigentlich nochmal im neuen Lager Akrobatik gerne lernen und Schlösser knacken 1. Wenn nicht sogar schon beides, also auch 2. Müssen wir dann nach Xalos machen oder ja, irgendwie später. Mal sehen. Sprint hört genau auf, wo wir fast da sind am Tor. Das ist perfekt. Hier werden wir zwar nicht lang gehen, aber hier mache ich jetzt trotzdem einen Cut. Und sag bis zum nächsten Mal bei Let's Play Gothic. Haut rein, euer Gothic Gamer. Bye bye.